Grüße und willkommen zu Draw a Stickman Epic 2. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Gab es ein Angebot, das Game? Ich hab's gekauft, weil es sind lustige, na wie soll ich sagen, lustige Männchen. Und ich will wissen, was hier abgeht. Ich drücke wie wild das Spiel. Yay, Draw a Stickman Epic 2. Ich habe gerade ein Spiel, das wollte ich als Let's Play starten. Das war, einen Moment mal, ich kann es mal zeigen, das war Isolomus. Und ich wollte es als Let's Play für euch aufnehmen, hat sich rausgestellt, ist ein Touchscreen-Spiel. Und Touchscreen-Spiel kann ich nicht wirklich gut auf der Switch aufzeichnen. Und, okay, wir können jetzt anfangen. Wir können jetzt ein Strichmännchen zeichnen. Okay. Ich mach's aber mit drei Haaren auf dem Kopf. Ich will irgendwie schon ein bisschen... Oh, das ist nicht gut geworden. Ich kann auch rückgängig machen. Ich will nur mal, wenn, dann muss mein Strichmännchen gut aussehen. Aber habe ich keine Farbe? Oh, ich habe eine Farbauswahl. Finde mich in Kapitel 2. Ne, ich will schon ein saftiges Tomatenmannrot. Das wäre schon mein Ziel. Okay, ja, machen wir mal. Okay, wir malen jetzt das Strichmännchen nochmal neu. Man fängt beim Kopf an, ne? Macht man so. Ui, okay. Dann malen wir hier drei geile Haare nach oben. Rote Haare selbstverständlich. Oh, kann ich das nochmal? Warte mal, kann ich die Haare auch anders machen? Ich kann die Haare auch anders machen. Leute, es tut mir leid, dass ich jetzt schon hier im Malmodus quasi die ganze Zeit verplempere. Aber wir wollen es ja ein bisschen Tomatenmann-mäßig hinkriegen, ne? Halt mal, ich brauche einen Körper. Ich brauche einen schönen roten Körper. Hui. Da ein Beinchen raus. Da. Ich habe sehr kurze Beine. Wie man merkt. Okay, jetzt brauchen wir Arme. Erst so, dann so. Es ist gar nicht so leicht zu zeichnen auf der Switch. Ihr glaubt das gar nicht. So, so. Ein bisschen Bizeps, ne? Brauchen wir auch noch. Sind ja, bin ja ich, ne? Also brauche ich ja hier ein bisschen hier Arme. Arme dran. Sieht zwar jetzt scheiße aus, beschissener als vorher. Und da habe ich einen Hängemuskel. Aber auch, nee, warte, mache ich gängig. Brauchen keinen Hängemuskel. Wir machen es nochmal richtig geil. So. Ja gut, sieht immer nicht richtig geil aus, aber ihr wisst, was ich meine. Hier noch ein bisschen. Ja, Popeye, Junge. Guck mal, jetzt sind wir hier, ne? Ja, Wadenmuskulatur geht auch noch was. Sind wir mal ein bisschen eitel. Hier eine schöne, dicke Wade ran, ne? Da muss schon ein bisschen, ne? Braucht er Füße? Oh, rückgängig. Es zeichnet sich übel komisch, ne? Auf der Switch zeichnen ist nicht so mein Ding. Komm, wir machen noch so einen kleinen Fuß ran. Nur so ein ganz kleinen, so einen kleinen Huf. Gut gelaunten. Und jetzt würde ich gern mal... noch Fingerchen ranmalen und dann Augen. Und dann geht's gleich los, Leute. Nur so ein paar. Wir brauchen nur. Die sind auch eine Comicfigur, ne? Mi hat zwar gar keine Finger, aber ich mache jetzt mal vier Finger. So wie es sich bei Comics üblich ist. Aber warte mal, ich habe noch eine bessere Idee. Ich mache hier so ein. Nein, das war beschissen. Nein, was? Wo zeichne ich denn hin? Verdammte Axt. So. Es gibt hier einen schönen Stinkefinger. Ich wette, den Gag hat schon jeder andere gemacht, der dieses Spiel gezockt hat. Aber ich mach's trotzdem. Augenfarbe. Nee, dann machen wir es mal hier. Schön. Auge jetzt haben wir grün. Ich hab eigentlich grüne Augen. Ich bin grüne Auge, würde ich sagen. Ich bin grüne Auge. So. Nein, ich bin fertig. Ich habe keine Augen gemalt. Oh, scheiße. Zu früh. Oh, hallo. Ja, ich brauche noch einen Namen. Ich muss meinen Fernseher leise machen. Das ist ein bisschen zu laut. Ich habe Angst, dass das Mikrofon wieder schallert. Kleinen Moment. Dann gebe ich mir einen Namen. Aber ich kann nebenbei schon mal ein bisschen was löschen, ne? B. So. Fernbedienung. Hätte ich mir vielleicht vorher zurechtpacken sollen. Ich wusste nicht, dass mein Fernseher so scheiße laut eingestellt ist. So. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen, dass wir gleich ein bisschen Gameplay sehen. Und ob sich der Titel natürlich auch für euch lohnt. Weil ich hier immer reinzocke, für euch ein bisschen so einen Einblick gebe, ne? Strichmännchen heißt oft. Sehr schön. So. Ja, das ist wirklich was Seltsames hier. Ich hätte mit einer anderen Art Spiel gerechnet. Zeichne einen Freund für mich. Oh, nö. Okay, wie kann ich jetzt... Okay, wir zeichnen noch einen Freund. Die mache ich ein bisschen größer und nenne Eltonio halt. Eltonio war schon immer blau. Also, farbmäßig hier. Ne? So, okay. Warte mal, zeichnen. Eltonio ist groß. Hat lange, lange Beine. Langgezogener Körper. Er war damals Kanalmitgründer, ne? Von Tomatenmann, ihr wisst. Deswegen wird er immer bevorzugt, was sowas angeht. Und deswegen ist Tonio jetzt diese wunderschöne Gestalt. Mit ein bisschen Swag. Ich mag mal noch, weiß ich auch nicht. Er hat meistens ein Basecap auf. Ich mal jetzt noch ein lila Basecap. Da wird er besonders stolz auf mich sein, dass ich das an ihn gedacht habe. Und auch er kriegt keine Augen. Wenn ich keine Augen kriege, warum sollte er welche kriegen? Das ist das hässlichste Basecap aller Zeiten. Aber verdient. Freund. Nee, Eltonio. Wir nennen ihn schon Eltonio. Und dann fangen wir mal mit dem Game an. Ja, ich weiß nicht, um was es geht. Ich glaube, wir zeichnen
einen Charakter und erleben mit ihnen Abenteuer? Wird das so sein? Donja. Donja la Cadante. Ja, okay. Er ist nicht wesentlich größer, oder? Hey, bei Toilette auch mit Alle. Warte mal, was geht jetzt da? Stirbt? Oh nein, er fällt von der Tafel. Nein, er stirbt. Nee, er lebt. Aber jetzt. Jetzt wird er quasi zum Monster. Und wir müssen dagegen kämpfen. Er wird zum bösen Epic. Kann das natürlich. Ach, Leute. Und mein Stinkefinger zeigt immer noch in seine Richtung. Das heißt, wir müssen jetzt Antonio retten. Antonio. Antonio, ich rette dich. Ich würde vorher an der Pampe noch ein bisschen lecken, wenn ich eine Zunge hätte. Ich kann ihn echt so bewegen. Geil. Kann ich mich dahinter irgendwie? Gibt es da Items? Ist immer so. Man versucht erstmal in die Richtung zu gehen als Videospieler. Ich muss Antonio finden. Ich muss da lang. Die man ursprünglich nicht gehen sollte erst, wenn man da Bonus-Items vermutet. Aber ist hier nicht so. Wir können natürlich das Spiel hier mal durchlesen. Das ist von Linde geschrieben. Und der Rest, der ist schwer lesbar, denn es ist Klingonisch. Ja, Digga, du kannst nicht einfach das Buch hier... So läuft es aber nicht. Wer weiß, wem das gehört. Okay, erstes Level vermute ich. Sicherer. Bitte schalte deine Switch-Konsole nicht aus. Ja. Ja, das ist das erste Level von Epic Strichmann Malen 2. Du bist ein Strichmann. Strich für Strich, DLC. Nein, wir fahren fort. Und da haben wir gleich noch eine Ladezeit. Ein Strich durch die Rechnung. Oh, ey, ui, wie tiefgängig die Gags hier sind. Liebe ich jetzt schon. Bin ein bisschen verliebt. Ein Strich durch die Rechnung. Haben wir gesagt. Aber was zur Hölle passiert hier? Okay, es sieht übel aus gerade wie Don't Starve. Du hast den ersten Stift gefunden. Du kannst das tote Bäume wieder zu bleiben. Achso, okay, den Blattstift. Habe ich doch richtig gelesen. Nein, halt! Geh zurück. Ich krieg Schaden. Ich wollte eigentlich den Baum nur wiederbeleben. Ui. Ich bin der schlechteste Zeit. Das ist was für ein PC, dieses Spiel. Hat der irgendein Limit? Fertig. Jo, kriegen wir ein Herz wieder. Okay. Wir haben schon Herz verloren. Da müssen wir rein. Ja, wir brauchen quasi den Schlüsselstift. Den Stiftschlüssel. Okay, ich raff, wie das Spiel funktioniert. Crazy. Und die Kakerlaken, können die mir schaden? Nee, die rennen weg von mir, okay. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur dafür sorgen, dass hier mehr Bäume quasi irgendwie angemalt werden. Aber ich muss es auch nicht übertreiben mit den Details, fürchte ich. So wie ich es vorher gemacht habe. Ich glaube, da reichen so kleine, krudelige Windungen rüber und fertig. Ja, aber selbstverständlich doch. Guck mal, wir beleben hier die Natur wieder. Auch wenn das mal wirklich so einfach wäre, ne? Du malst einen Baum, da wächst ein Baum, du malst... Hey, woran erinnert mich das? An Scribblenauts. Bloß bei Scribblenauts musst du halt Worte eingeben. Hier musst du wirklich rumpainten. Und es ist unglaublich ungewohnt, mit dem linken Stick zu zeichnen. Ich glaube, mit dem rechten Stick wäre es genauso ungewöhnlich. Aber das wäre so wie Pointer-Game vielleicht? Ja, es funktioniert trotzdem gut, ne? Beschweren wir uns nicht. Wir kriegen hier... warte mal, ich brauche doch gar nicht das ganze Bäume und Herzen. Ich muss doch nur rüberkommen. Der Rest gibt mir Herzen und die brauche ich erst, wenn ich was verliere, Leben. Du bist der hässlichste Ameisenbär, den ich je gesehen habe. Okay, was mache ich jetzt mit dir? Dieser Felsen muss weg. Kann ich dich einfach bemalen? Kann ich dich toll zeichnen? Hier, ich zeichne dich. Du bist gezeichnet, Junge. Komplett einmal rüber gezeichnet. Ja, Damasch. Schön die Bäume durchgezeichnet. Ich wundere, dass das funktioniert hat. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber andere Möglichkeit hatte ich auch gar nicht. Hey. Ich mag das Spiel. Es hat was schön Beklopptes und ich hätte mein Strichmännchen genauso cool zeichnen können. Nein, renn ich mit dem Stinkefinger durch die Gegend. Ja, als Schlüssel Vulkan geworfen, Vögel gefressen und Häuser kaputt gemacht und eine Mülltonne zerkloppt und aufs Feld gekotzt, das Schwert in den Bund geworfen, Tunnel zugemacht, Berg zerstört. Ich habe keine Ahnung, ich kann alles nicht merken. Ja, dir helfe ich gleich, Junge. Ich krieg jetzt gleich ich brauche irgendwas zum Ballern. Nein, halt! B zurück! Ich mach du zurück. Okay. Ihr wollt nach Straßenregeln spielen. Okay, da ist eine... Okay, jetzt. Jetzt male ich erstmal hier einen Baum. Mal hier einen Baum. Hier wird alles verbäumt, Leute. Hier verbäumt sich nichts mehr. Und fertig. Okay, eine haben wir gekriegt. Zwei. Ja, danke. Ich wollte jetzt eigentlich Heilung machen und nicht noch mehr kassieren. Ich habe irgendwas gekriegt. Ach, wir sind alle jetzt zufrieden. Und ich habe auch wieder volle Heilung. Hilf, Kartoffel dabei, die Tinte zu entfernen. Hilf, Kartoffel? Wer ist Kartoffel zur Hölle? Ich hätte die Sequenz nicht wegdrücken müssen. Aber ich war so der Meinung, dass ich dringend Energie brauche. Wir malen jetzt mal kurz hier ein bisschen übers Feld und malen Bäume. Noch mehr Bäume. Fertig. Ah, das hat ja nicht funktioniert.
Der Baum wurde nicht gezeichnet, trotzdem ich ihn so professionell gemacht habe. Dann hier malen wir auch noch ein bisschen was an. Und fertig. Achso, wenn ich den immer wegdrücke, zuerst jetzt. Ah, oh, dummer Mensch, ich. Baum. Das ist ein Angler, da liegt die Angel. Sehr geil. Ja, toll. Sie sind da unten gefangen. Was kann ich jetzt noch weiter machen? Hilft dabei, Kartoffel? Ja, wer ist. Du bist Kartoffel. Hänger dich. Nee, ich schätze, das da hinten ist Kartoffel. Aber. Wie zur Hölle? Soll ich jetzt echt alle Bäume anmalen? Also hier, die Tinte zu entfernen. Warte mal, ich probiere mal in einer Position eine andere Kamera zu kriegen. Guck mal, hier geht's doch schon lang. Ja, guck mal hier. Das ist doch genau der Scheiß, auf den ich Bock habe. Genau das brauche ich. Der Bauer ist Kartoffel. Natürlich, der Kartoffelbauer. Wer soll jetzt, komm mal, den Baum malen wir auch noch an hier. Gott, ich male so wunderschön. Warum akzeptiert das denn jemand? Mein Kunstlehrer, also meine Kunstlehrerin, hatte keinen Kunstlehrer, das auch nicht verstanden, wie fantastisch ich zeichnen konnte. Okay, ja, mal. Oh, guck dich das an. Ja, es ist ein fantasievolles Game, muss man wirklich sagen, ne? Danke, Kartoffel. Speicherkreis. Jawohl. Also, was soll es auch noch sein, das ist ein Speicherkreis. Ja, komm, ich mal hier alles an. Wer malt, der bleibt. Es weiß zwar, wer malt, der schreit. Wer schreibt, der bleibt. So. Aber von mir ist auch das, ne? Bäume. Tinte, verschwinde. Oh Gott, es kommt wieder ein bösartiges Monster. Aber ich habe doch gerade schon alles bemalt. Also, Alter, eine Riesenratte. Eine riesige Tintenratte. Komm her, du Ratte. Okay, es kriegt schon Dammer. Was willst du tun? Gangster ist am Mikrofon. Ah, es wird ein bisschen langsamer. Komm, ich mal auch über dich rüber, damit ich den Baum da hinten kriege. Und fertig. Dammer. Ja, hättest du so nicht gedacht. Ja, schreib mich nicht an. Sobald er über die grünen Flächen läuft, kriegt er Damage, oder? Und dann muss ich jedes Mal die Bäume... Nee, der kriegt sofort Damage, ja. Ja, nur, es kriegt noch ein bisschen Damage. Ja, das war's! Rattenkacke! So, besiegt. Juhu, ich hab die Köchin gerettet. Die heißt bestimmt Löffel oder so ähnlich. Ah, ich verstehe. Mein Zelda-Instinkt sagt mir, ich kriege jetzt ein größeres Herz. Aber wozu sind die ganzen Kakerlaken da? Sollen die das verrottete Herz darstellen? Ein Herzkristall? Ach, wie schön. Also, die vergotterte Gegend? Die verlotterte? Au! Au, au, au. Okay, halbes Herz verloren. Und wir kriegen neuen Zettel. Damit kriegen wir einen neuen Stift oder sowas, oder? Ich kann ja ein Rätsel raten. Kapitel abgeschlossen. Fortfahren. Das war's? What the fuck? Ich hab gedacht, das geht ein bisschen weiter. Aber interessant Spiel. Hätte ich so nicht vermutet. Ist schon der zweite Teil, ne? Den ersten Teil gibt es bestimmt auch für die Switch. Aber das Ding hat mich, glaube ich, 1,99 gekostet. Und ich dachte, nö, kannst jetzt nicht so viel falsch machen. Okay, wir sind jetzt quasi in der Minenwelt. Jetzt kriege ich einen Minenstift, oder? So ein Zuhacken, einen Spitzhackenstift. Daten speichern, Daten speichern. Ihre Daten werden gespeichert. Ach, das Ding auf jetzt hier! Wir wären sehr geduldig, wenn ich den merke. Du hast den Skizzenpunkt gefunden. Du kannst damit neue Strichmännchen zeichnen. Tippe eine... benutzen. Entschuldigung, Leute. Aber Tutorials und Intros und Einleitungen ermüden mich zunehmend hart. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn man zu viel Videospiele gespielt hat und auch so wenig Zeit hat wie ich, fühlt sich nicht an. Ich habe einen YouTube-Kanal, ne? Ich bin selber schuld daran, dass ich kaum Zeit habe, aber es fühlt sich momentan so an, als hätte ich kaum Zeit und das ist immer Tutorials und weiter so ein bisschen. Na, guck mal an. Dann gehen wir doch mal hier. Starten wir doch mal in die gute Mine. Ach, die hat quasi das Buch zerfetzt und wir finden jede Seite wieder, um quasi das Buch wieder herzustellen. Aber die Fetzen finden wir wieder. Und irgendwann können wir dann Donjo retten von der bösen Tinte. Aber was ist das überhaupt für eine bitterböse Tinte? Ich meine, muss man überlegen. Da malt einer eine Zaubertafel, ne? Wo Strichmännchen sie zum Leben erwecken können. Und hat gleichzeitig noch den Evil Drunk mit dabei, dass alles böse wird. Kann ich jetzt mehrere Stifte auswählen? Zeichne eine Spitzhacke. In die Richtung, okay. Nee, ich will eine schöne, mit hellen Holz sein, ne? Ui. Okay, jetzt brauche ich ein bisschen Metallfarbe. Ja, sowas geht auch. Nee, Metall ist da, okay. Eine schöne, halbbraune Spitzhacke. Ah, die ist wunderschön. Aber nicht zu vergessen, es gehören natürlich noch daran, richtig, die roten... Nein. B zurück. Die Spitz. Mann, ich wollte noch... B zurück. Ich wollte noch hier Blut dran malen. Ich wollte hier noch kleine blutige Spitze dran malen, damit man weiß, dass ich die Spitzhacke auch dafür nutze, Dämonen zu jagen und Gegner zu erledigen. So, jetzt fertig.
Und wir nennen das Ganze Spitzi. Einfach Spitzi, weil Spitzi wird uns den Arsch retten. So, Spitzni. Ich wollte Spitzi. Jetzt heißt es Spitzhacke. Schöne Scheiße. Ja, ich möchte speichern. Wollte Spitzi nennen. Dann nenne ich es halt so Spitzi. Alter. Wie halte ich denn die Spitzhacke? Es wurde doch auf dem Bild gezeigt, wie ich... Ja, egal. Dann machen wir es halt so. Es macht absolut keinen Sinn. Ich habe die Spitzhacke doch richtig gezeichnet. Ja, gut. Das war doch längst gezeichnet. Also, nach meines Erachtens. Kann ich hier auch rumkloppen? Bam, bam. Ich nehme die ganze Gegend auseinander. Maul, Digga. Wenn du keine Spitzhacke hast, ist das nicht meine Schuld. Was soll ich denn... Der hat meine Spitzhacke geklaut. Hier, nimm das Ding. Nein. Jetzt nimm's, okay. Okay, wir brauchen noch eine Spitzhacke. Ich sehe das schon kommen. Wie komme ich jetzt ins Spitzhackenmenü rein? Nein. Nee, jetzt nimm das Ding doch. Okay, wir brauchen eine zweite Spitzhacke. Wie kriege ich das hin? Minus. Noch eine Spitzhacke. Und diesmal machen wir sie richtig. Wir machen sie richtig arschgroß. Das wird die neue Superspitzhacke. Ach ja. Bomb. Und die wird aus Titanit. Ui. Oh Gott, sieht die scheiße aus. So, und die nennen wir jetzt endgültig Spitzi. Wenn es mir reicht. Spitzi. Ja. Ja, man gebe mir Spitzi. Ja, möchte ich. Wo ist Spitzi? Lege Spitzi in meine Hand. Da ist Spitzi. Was ist das? Ich zeig immer noch den Stinkefinger, das finde ich sehr amüsant. Du hast den ersten Farbkumpel gefunden. Yay, interessiert keiner, aber ich kriege neue Farben, okay. Ich will dieses Schild kaputt machen mit der neuen Spitzi. Und Spitzi hackt ein bisschen zu. Die hat einen dicken Stiel, aber ist auch so ein bisschen garstig. Okay. Kriegen. Oh gut, wir können damit nichts anfangen, so wie es aussieht. Können wir das kaputt kloppen? Können wir hier was kaputt kloppen? Nö. Irgendein Ruderfreund? Das ist immer. Ja, ich mach doch schon, damit du hier Schiffen, Fischen, weißt schon, was kannst. Ein Puzzle für uns. Ich mag das Spielprinzip wirklich sehr, muss ich sagen. Aber es ist dieses Mal, ne, man merkt dich mal wie ein Zweitklässler. Okay, du hast das erste Puzzleteil gefunden. Gut, da komme ich nicht hin. Und der Wissenschaftler da oben will bestimmt auch noch was von uns, also die Wissenschafts-Sivi. Aber was mache ich mit den doofen Diamanten? Ich kann die ja irgendwie nicht aufsammeln. Die sind aber bestimmt nicht hier einfach random. Ich kann es mir nicht vorstellen. TNT. Was? Da müssen wir bestimmt eine Linie zeichnen, oder? Wie kann man hier... Wir brauchen irgendeinen Lundenstift. Also ich... Schön, dich zu sehen. Also ganz grafisch das Spiel noch nicht. Man merkt es gerade schon, dass viele Gameplay-Mechaniken, die mir nicht ganz so ins Köpfchen gehen wollen, aber... Darum sollte er gar nicht gehen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder Bäume zeichnen oder so ein Mist. Ja, hier, komm, mal Baum, Junge. Mach mal Baum. Da oben auch. Okay, es bringt rein gar nichts. Digga, was hast du für mich? Zahnrad. Cool. Nimm ich, kaufe ich. Ja, ja, du brauchst ein Zahnrad. Soweit du musst. Och, jetzt, okay, Leute. Natürlich, aus Diamanten macht man logischerweise irgendeine Chemobrühe. Da ich das selber nicht aufsammeln kann. Hier, komm her. Dann zeig ich dir, wie schlick. Wo willst du denn hin, du Nase? Yay. Okay. Das Ganze klärt sich quasi von selber. Hier, komm, hast du noch einen Rubin. Und da oben müsste der erste letzte gewesen sein. Der zaubert uns dann nämlich was und dann kommen wir da lang. Also schätze ich mal. Also ich denke, ihr schätzt dasselbe. Ich meine, wir sind doch alle sehr clevere Leute und trotzdem zeige ich dir mal jetzt halt meinen roten kleinen Stinkefinger. Ich den nicht leiden kann. Alter, hat er da hinten gerade... Egal. Sah aus, als würde er kurz mal seine 5 Minuten brauchen. Okay. Ja, jetzt mach auf hier. Ist das jetzt ein Nitroglycerin geworden oder was? Er ätzt es einfach nur weg. Und unterlässt uns den weichen, modrigen Kern. Kann ich mit leben? Aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Zahnrad mache. Achso, er hat sich das Zahnrad... Du hast jetzt einfach das Zahnrad gekrallt. Ne, ich gehe erstmal speichern. Speichern! Konnte ich das jetzt? Hat das jetzt gespielt? Ne, egal. Oh. Nein. Das lässt du mal schön bleiben. Okay. Okay, schnell. Hallo?
Du bist gestorben? Ich will aber nicht sterben. Okay. Okay. Du kleiner Drecksack, wie schnell man hier gestorben ist. Das war ja unfassbar. Ich mache jetzt hier alles erstmal grün. Grün ist die Farbe der Vernichtung. Des Bösen. Der Zerstörung. Wo ist meine Spitzhacke? Ich will jetzt sofort meine Spitzhacke haben, ansonsten habe ich hier. Spitzi! Ja, wie kriege ich Spitzi jetzt ausgerüstet? Ja, fertig! Das kann ich doch nicht jedes Mal machen. Ja, fertig! Wo steht Ausrüsten? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Da ist sie. Keine Ahnung. Leute, ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt komm her, du kleine Ameisenzecke. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Vielleicht ist es wirklich eine Mischung zwischen Zecke und Ameise. Aber auf jeden Fall ist es eingegangen. Wir können uns hier schön weiter durchklopfen. Klopf, 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 klopf. Spitzhacke, bestes Item. Ich will mir jetzt eine Knarre malen. Was willst denn du, Nasenbärchen? Oh, wie viel böse kleine Schurken hier sind. Und der hat es tatsächlich geschafft, mir was abzuziehen. Aber alles getötet, ohne Probleme. Und damit ist dieses Kapitel auch schon wieder beendet. Also, puh. Geht ist noch nicht beendet. Wir müssen erstmal noch ein bisschen killen, mehr killen. Oh. Okay. Alter. Sobald ich. Der greift doch sofort an. Sobald ich was drücke, rennt der quasi da rein. Ich hole mir noch mal ein Leben. Hier hinten müsste irgendwie noch. Ja, sag ich doch. Hey, damit. Hui. Ich höre übrigens im Hintergrund so eine Art halb schottische Dudelsackmusik. Ich habe den Ton ziemlich leise gestellt beim Fernseher. Aber bin mir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat. Oh. Okay, wir müssen wieder Waffen malen. In Form von Bäumen, die wir in wunderschönster Manier malen. Hui. So, komm her. Affenkind. Tot. Du willst auch was? Komm her, lauf hier durch. Ganz so blöd scheint sie doch. Doch, die sind saublöd. Ich hab gedacht, nö, du läufst jetzt nicht weiter. Scheint dir doch nicht ganz allzu blöd zu sein. Okay, wir brauchen erstmal. Erst brauchen wir Bäume, so wie es aussieht. Hui. Jede Menge Bäume. Oh oh. Nimm Bäume! Ja, würdest du jetzt mal dich da durchhämmern? Gut. Da brauchen wir eine Spitzhacke, aber wir haben die ganze Zeit schon eine Spitzhacke. Okay, wir können dann nochmal safen. Oh, das ist schon ein Safe-Punkt, glaube ich, wenn wir hinkommen. Aber das große Problem ist, wir haben immer noch keinen Torschlüssel. Ah, wir haben hier nochmal hier Blatt Papier und sind damit quasi im nächsten Kapitel. Fortfahren, Kapitel abgeschlossen, yo. Na, ich würde sagen, eins gönne ich mir noch. Gönne ich mir noch eins? Ich gönne mir noch eins. Hab absolute Gönnung eingeleitet. Und wir finden uns jetzt im nächsten Kapitel. Ich kann jetzt schon raten, um was es geht. Okay, wir können also jetzt auch Gegenstände malen. Das heißt, in diesen. Um was geht's da? Um Bohrmaschinen? Also um Tunnelbohrer? Okay, ich würde gerade sagen, ich kann raten, was ist nächstes passiert. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, nicht die geringste Scheißahnung. Aber auf jeden Fall scheint uns da jede Menge. Wir können Kabel zeichnen. Okay, können uns da jede Menge Dinge entgangen sein. In dem Kapitel, weil wir haben ja auch das Dynamit nicht genutzt. Und vermutlich kriegt man jetzt erst Fähigkeiten, die man im anderen Kapitel wieder rückgängig braucht. Denn da kommt der Kabelstift. Natürlich, Timing, ne? Kabelstift! Juhu! So, ich weiß, was jetzt passiert. Wir müssen jetzt... Aber wie wechsle ich die Zeichneblätter? Nee. Wie... X. Ja, wie schalte ich jetzt den Stift um? Es ist eine gute und berechtigte Frage. Ihr stellt euch die sicherlich genauso wie ich. Okay, das ist Laufen, das ist klar. Hier schlage ich zu. Das ist Zeichne Blätter. Ja, was ist, wenn ich keine Blätter zeichnen möchte? Okay, machen wir mal Minus. Okay. Nee, wenn ich keine Spitzhacken zeichnen möchte. Wie kann ich hier... Ey, die Steuerung ist... Okay. Etwas, okay, wieso schon mal nicht? Kontrolle. Ja, machen wir mal ganz kurz Kontrolle, dann kann ich mir nämlich besser umgucken. Menü. Zeichnen ist da. Blätter durch Skizzen. Zyklisch durch Werkzeuge, zyklisch durch Beischrift, ZR, okay.
Ah, okay, da haben wir es. Okay, ist ja alles gar kein Ding. Zeichne Kabel. Mach ich. Da rein und das dann hier rein, oder? Fertig. Ach so. Ne, jetzt raff ich das erstmal. Das geht da rein, hat das nämlich Strom. Und das geht da rein, hat die gleichen Symbole. Oh, fertig. Okay, das eine hat funktioniert, das andere nicht ganz so wirklich. Geh da rein, du Sau! Okay, kann ich jetzt? Okay, es ist ein Wechsel-Trafo. Und der möchte, dass ich genau das mache. Ja, ist easy. Easy GG, würde ich sagen. Hui. Ja, gar kein Problem. Also davor, wo ich willenlos da rumgehämmert habe, kann ich hier mit der Spitzhacke? Nö. Ich will kein... Okay, ich muss wirklich Kabel zeichnen, sonst, passiert dir gar nichts. Und, Schurke. Nein, ich will keine Blätter zeichnen. Obwohl, ich könnte mal hier Blätter zeichnen. Sieht doch aus wie... Nee, ist kein Baum. Wird alles, bald alt! So. X. Fertig. Strom! Geplatzt ist er. Und da weiter. Langsam komme ich in die Steuerung rein. Ist aber immer noch ein bisschen... ein bisschen wirr. Und... Naja, das hat mal wieder gar nicht funktioniert, merke ich gerade. Mein Gott. Jetzt zeichne endlich. Du... Alter, nein, das ist... Ja, das ist, ja, ist mir klar, dass das nicht funktioniert. Ich zeichne zu nervös. Okay, wir nehmen jetzt erstmal hier lang den Sonnenanschluss. Und da holen wir Water. Und jetzt drücken wir A. Okay, das haben wir soweit. Aber wie geht's jetzt zur Hölle? Okay, da hinten geht's weiter. Alter, ist es ganz schön etwas Konfuzius hier. Das ganze Große und Ganzen. Nee, ich hab's wieder weggemacht. Ach Gott. Nee, das muss wirklich weggemacht werden. Ich will nicht, dass die Kabel sich überkreuzen. Ich hab da... Und fertig. Okay, hab ich jetzt alles? Okay, ich hab das Tor hätte vorher das Tor aktivieren können. Okay, okay. Alter, was ist denn hier los? Quotes! Weg damit dir, Junge. Aber werde ich denn den jetzt los? Ach, ich habe Strom. Warte, erstmal muss ich den noch hier mal... Ja, aua, 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 aua. Okay, okay. Jetzt lauft da oben rein in den Strom. Das tut ihm gar nichts, ne? Okay, wir brauchen, anderes. Okay, okay. Wir zeigen jetzt weiter das Kabel da rein. Fertig. Und... Ja, es ist zu kompliziert. Ich habe jetzt die Monster befreit. Ich habe noch sehr wenig Energie. Und keinen Bock, das ganz normal zu machen. Fertig. Was muss hier passieren? Okay, nochmal. Ist alles sehr mysteriös, merke ich gerade. Wenn ihr das Rätsel hier schon gelöst habt, ihr krassen Leute, lasst es mich später wissen. Okay. Das sieht schon mal krass gut aus, aber der fährt in die falsche Richtung, oder? Nö, der fährt schon in die richtige Richtung. Okay, jetzt mal hier nochmal lang. Es ist echt wirklich interessant im Spielprinzip. Damit können wir noch die Richtung... Okay, da kriegen wir vielleicht Energie. Du, Schurke, stirb! Okay, das war beschissen. Nein, ich... Immer die Tasten, ey. Ich darf nicht im Berg reinmalen, ne? Scheint klar zu sein. Okay, jetzt wird mir das Gemale aber gerade ein bisschen zu bunt. Wisst schon, wegen Farben und so weiter. Egal. Och, was ist denn das? Ich krieg's wieder nicht hin. So, machen wir erstmal hier oben. Ich male erstmal dieses Meisterwerk. So, und jetzt male ich dieses wunderschöne Meisterwerk. Und jetzt... Ah!
Irgendwie habe ich gerade einen kleinen Malhänger, oder? Wieso klappt das nicht? Und okay. Okay, es ist sehr mysteriös, Leute, ne? Dieser Abschnitt wird mich den Rest des Tages jetzt begleiten. Okay, da haben wir Wasser hergestellt. Wir müssen ja, eigentlich müssen wir die Batterien, ach, die machen das wieder kaputt. Die kleinen Rattenrammler. Jetzt weiß ich, warum das nicht so richtig funktioniert. Und, ah. Okay, okay. Ich muss die erstmal loswerden. Wie werde ich die los? Durch, Strom. Ist das noch ein Gegner? Nee. Ah, guck mal hier, ich kann das. Würdest du bitte aufhören damit? Ach, guckt mal, Leute. Ich muss hier noch ein bisschen was bewerkstelligen. Okay, alles wird alles nicht ganz so einfach. Hier merke ich gerade. Ach, ich habe gedacht, das Ding bohrt sich da selber durch. Tut's nicht. Das kann auch da oben durch. Ich muss es nur irgendwie drehen. Naja, wir werden das alles rausfinden. Wir müssen erstmal. Oh, okay, okay, okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles überleben soll. Weil die mobben mich gerade. Kann ich hier den Schalter? Ja nun. Ich bin etwas verwirrt. Da haben wir Strom hergestellt, deswegen hat sich bewegt. Aber wir brauchen dann auch hier einen Wasserantrieb. Wir brauchen hier... Da innen ist doch was. Das ist doch der kleine... Okay, wir machen jetzt mal folgendermaßen. Ich bin ja nicht scheiße. Also, wahrscheinlich können wir nicht durch das schwarze Zeug von denen. Okay, doch, jetzt ging's. Ja, ich weiß doch auch nicht. Okay. Machen wir noch eine Linie. Ich verteile jetzt alles hier. Alles muss irgendwie bestromt werden. So, das auch. Okay, das auch. Jetzt läuft's doch. Okay. Da gibt es da einen Kurzschluss? Ich bin verwirrt. Warum will der das nicht? Warum will hier der... Das ist doch das Wassersymbol. Das ist doch ein Tropfen, oder? Verhindert der das wirklich? Die kleine Drecksau, wenn ich es jetzt mache? Dann läuft. Ah, der macht sich nicht viel draus. Wir machen es mal anders. Wir machen jetzt mal richtig clever, ne? Und der denkt, der ist witzig. Ah, der hat sie noch zerlegt. Ich bin gerade zu Blade, ne? Aber warte mal, Blattstift. Ach, ich habe ja mit einem Blattstift gemalt die ganze Zeit. Jan Mai, wie dumm ist das denn? Oh, ich bin so scheiße. Kein Wunder, wenn ich nicht mit dem Kabelstift... Ja, male, dann... Jetzt hör auf! Dann kommen auch keine Kabel zustande. Also manchmal muss man sich schon wundern, ne? Da ist nämlich jetzt... Ey, das ist... Wieso bin ich so manchmal? Und trotzdem hat es nicht interessiert, ne? Okay, die sterben quasi an dem Leuchten. Das würde bedeuten, für mich, da ist der Akku. An diesem Baum. Ich zahle, ich male diese Linie und male schon wieder Blätter. Ich könnte kotzen. Ich will nicht... So. Nein, ich will... Jetzt. Oh, Leute, ihr müsst mir das verzeihen. Ich bin gerade ein bisschen wirr unterwegs. Oh. Das wollte ich so nicht. Ich könnte kotzen. Ich wollte... Oh, ich zeichne eine Scheiße zurecht hier. So, langsam zeichnen, langsam zeichnen. So, die Batterie... Die fließt darüber. Und dann stirbt nämlich der da oben. Basinga. So, jetzt haben wir es langsam. Wie röste ich dich jetzt? Du musst irgendein gelbes Akku ins Gesicht kriegen. Die Maschine muss fortfahren. Die kann mit jeglicher Energiequelle fortfahren. Davor muss ich das aber irgendwie umschalten. Das heißt, ich brauche irgendwo Orange. Und da ist die Schalterenergie. Okay, die gönnen wir uns mal. So, Nummer 1. Und Schalternummer Ende. Alter. Ja, es hat nicht funktioniert. Ja, weil ich hier, wisst ihr schon.
Jetzt? Es geht einfach nicht. Dieser blaue Scheißkerl muss erst weg. Und dafür brauche ich erst ein bisschen... Wie soll ich sagen? Dann brauche ich erst ein bisschen Elektro-Kacko. Ich fühle mich gerade mega dumm, ne? Da ist Elektro-Kacko. Aber soweit kann ich die Elektro-Kacko nicht zeichnen. Und da ist die Solarscheiße. Okay, gucken wir uns das mal auf der anderen Seite um. Fühle mich immer noch ein bisschen Otzenblade. Hier haben wir zumindest Strom. Hier haben wir Strom. Okay. Wir wollen uns erstmal nicht von der Fledermaus... Alter! Lass mich in Ruhe. So. Okay, wir haben Strom. Aber nicht genug. Okay. Aber wir können doch nicht von Schaltung zu Schaltung machen, oder? Es kann doch nicht so kompliziert sein, dieses Rätsel zu lösen. Nee, die Schiene hebt das wieder auf. Mein Gott, kann ich nicht einfach tothacken? Wir müssen ja nur einmal umschalten. Gut, jetzt haben wir da umgeschalten. Den können wir noch nicht umschalten. Wir müssen den Baum da drüben zum Leuchten kriegen. Und da brauchen wir Strom. Und Strom kriegen wir hier rüber. Ach, erzeugt lila... Orange meine ich. Mit Gelb, ist das ein Umwandler? Das ist ein Wandler, glaube ich, Leute. Wieso funktioniert das nicht? Wieso nicht? Also ich raff's gerade wirklich nicht, ne? Okay, okay, jetzt habe ich aber eine Idee. Wenn das wirklich, und das hier die Stromversorgung für den Schalter ist, ne? Fertig. Und das ist ein Wandler. Und wandelt den Strom da um, oder diese Energie. Dann wird das hier natürlich zu Licht. Und damit stirbt er. Och, Leute. Und da kommt so ein Wandelmann, nehme ich an. Yay. Oh, wow, was für ein Rätsel, ne? Da verreckt mir gerade, die Synapsen sind mir gerade mal ganz kurz durchgerastet. Okay. Und dann können wir nämlich hier den Grün reinzaubern. Und Grün. Ach Gott, ich wusste nicht, dass es Wandler sind. Ich dachte, du brauchst immer eine Stromquelle. Ich glaub, danach. Da. Fertig. Alle mal melden, die es schon von der Stimme gerafft haben. Ey Leute, es tut mir wirklich leid, ne? Und jetzt können wir mich hier schön umschalten. Na feini feini. Können wir noch ein Stromkabel reinhängen? Das Ding mal schon, oder? Das da rein. Das da rein. Die Strahler dürfen sich niemals überkreuzen. Mir doch egal. Nee, die dürfen sich wirklich niemals überkreuzen. Aber wir haben ja da oben schon umgeschalten. Wir brauchen das ja gar nicht mehr. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Die Frage ist nur, wie ich das hier am besten so hinlege. Das ist Kacke. Okay. Vielleicht denke ich jetzt wieder zu kompliziert. Aber alle melden, die es genauso machen würden. Und rein da. Und jetzt hacken wir dagegen. Jetzt gucken, was passiert. Jetzt fährt es erst ganz nach oben. Dann können wir das Ding wieder zurückschicken. Hier können wir noch einen Baum malen. Wir können ja noch einen Baum malen und die Viecher mal austricksen. So stark. Wir kriegen leider keine Heilung. Aber wenn das Vieh nochmal was uns will. So, jetzt drehe ich um. Jetzt aktivieren wir das. Und jetzt wird es hier schön aufs Maul gehen. Da. Zersäg das Vieh. Gib ihm Damasch. Da passiert gar nichts. Das ist ja so dermaßen enttäuschend. Aber wir können jetzt den Hauptweg hier beschreiten. Aber wir brauchen die ja nur ins Licht locken, ne? Komm zum Licht. Ja, ganz easy, Leute. Langsam wird's doch. So, bohr mir auf. Hör mir auf und bohr mir auf. Aber schönes Spiel, muss man sagen. Okay, der ist auch nur eine Bonusfarbe, so wie ich das sehe. Dann fehlen jetzt nur noch hier unten die Gegners. Das heißt, wir brauchen Licht. Und ich weiß jetzt, wo ich Licht herkriegen werde. Natürlich weiß ich jetzt, wo ich Licht herkriegen werde. Weil ich jetzt nicht mehr ganz so oft der Buttermilch hergeschmissen. Wenn ich nicht mit einem Blattstift zeichnen würde.
So, ja. Da ist der Wandler. Ja, komm her. Stirb. Komm her, auch du. Stirb. Und zuletzt noch du, Made. Aua, das tat weh. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe hier. So, jetzt können wir wieder klar denken. Okay, das wird zum Wandler. Wir müssen das von der anderen Seite machen. Das kriegen wir aber hin. Dann gehen wir zu dem hier rüber und verwandeln den in Schalterpower. Okay. Wir müssen also einmal noch rum. Und wir können erstmal aller Gemütlichkeit, so wie ich das Ganze sehe, den Strich hier neu zeichnen. Für was brauche ich dann den Schalter unten? Ja, machen wir gleich. Ich gehe jetzt mal zu dem Schalter unten. Der interessiert mich nämlich auch mal. Kann ich das von hier aus zeichnen? Gibt es hier eine schöne Kamera? Ja, guck mal, gibt es eine gute Kameraperspektive. Puh, okay. Kabel. Oh, das war schlecht gezeichnet. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, es funktioniert nicht. Natürlich nicht. Wenn es schlecht gezeichnet ist, warum soll es dann funktionieren? Okay. Oh, wieder zu weit. Okay, nochmal. Es zeichnet sich halt extrem komisch. Umso mehr man in der Mitte des Bildschirms ist, umso mehr beschleunigt das Ding dann. Ah, es geht nicht durch den Teer. Okay. Dann nicht an, dann machen wir jetzt hier lang. So, jetzt haben wir das gleich geschafft. Ich will wissen, was dieser Schalter tut, wenn ich ihn betätige. Sprengt hier irgendwas in die Luft? Ja, natürlich. Da gibt es was. Eine weitere Plattform? Okay. Ist das nur ein Bonusgegenstand? Ich dachte, da oben geht's weiter. Ja, das ist das Ende vom Level dann, oder? Nee, ich sammle nur ein Puzzleteil auf. Das ist nur der Bonusgegenstand, oder? Ja, Leute, langsam läuft's doch. Ich raff dieses Spiel. Aber es war jetzt schon ein bisschen, die Mechanik zu kapieren, war für mich ein bisschen komplizierter. Ähnlich gedacht, ich mich so blöd anstelle. Aber, ja, muss man manchmal sehen, ne? In manchen Dingen erkennt man manche Dinge eher, in manchen Dingen eher weniger. Und da gibt's keine Spitzhacke mehr. Oh, der Mad Eltonio. Muck ist gar nicht so schlecht. Provoziert er jetzt endlos Fledermäuse? Okay. Nein. Ich hab das richtig schon gehabt. Ich muss hier ein Bäumchen zeichnen. Ein Bäumchen der Hoffnung. Damit ich dann grün habe. Dann zeichne ich Kabel. Da rein. Okay. Damit. Komm doch her, Fledermaus. Ja, kein Problem. Okay, wir haben da einen Wandler. Der Fettsack. Ich doch so hin. Okay. So funktioniert das nicht ganz, weil der wird mir zu sehr leicht das Kabel durchtrennt. Deswegen ist er auch so langsam. Sag ich doch. So ein Arsch. So, jetzt haben wir irgendwie was da gemacht. Außer Schadenkasse. Okay, wie komme ich dahin? Komme ich hier hoch? Ne, den Fahrstuhl muss ich aktivieren. Was mache ich jetzt hier? Ne, der Fettsack wird immer wieder belebt und die Fledermäuse auch. Und irgendwo muss ich eine Maschine herkriegen. Ja, stirb, gib mir Herz, danke dir. Ist wirklich eine Art Action-Rätsel-Game? Okay, ich gehe mal die Seite lang, wo ich keine Spitzhacke mehr haben darf. Achso, das ist. Du kannst die Spitzhacke gut benutzen, aber. Ach Gott, das wird. Okay. Das war nur der Bösewicht. Nimm keine Spitzhacke, du wirst uns alle umbringen damit. Okay. Spaß. Okay, jetzt muss ich nochmal den Wegeschalter aktivieren. Und zwar schnell. Maul. Und. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe falsch rum. Dann war es doch richtig, den Weg, den ich eingeschlagen hatte. Oh. Ich habe es wieder andersrum gemacht, ne? Ja, okay.
Jetzt holen wir den Dude da hinten nochmal. Mit der Bohrmaschine. Aua, das hat mich getroffen. Aber Gegner verschont oder was? Können sie schon wieder kotzen. So, Fledermaus, du. Ich schieb das mal. Du stirbst. Der wird das Support! Weil er gar nichts kann! Was ist das denn? Krabbelpfote? Strohhalmfinger oder so ähnlich? Dieses Rohrsystem. Ah, kaputt gemacht, weil du wütend warst. Was zur Hölle? Okay, er will, dass ich absaufe. Und alles vernichtet wird. Und. Ja, Digga, ich aktiviere einfach den Strom. Guck mal, das sind zwei Kabel, ich muss nur präzise genug zeichnen. Das könnte das Problem werden. Der Tank läuft aus. Der Tank läuft aus, Leute. Wir werden alle jemals nicht direkt und sterben. Aber so oder so, hole ich mir erstmal mein Item. Yay! So, jetzt versuchen wir hier möglichst gewinnbringend zu zeichnen. Und du? Okay. Können sich die Kabel überkreuzen oder gibt es dann ein Problem? Ja, die Kabel können sich nicht überkreuzen. Okay, wir malen jetzt also schön und ich darf auch nicht auf. Alter! Okay, jetzt wird's präzise. Das ist ja. Nicht auch nochmal. Okay. Oh, es ist ein Stress. Okay, präzise in diesem Spiel zu zeichnen, ist echt nicht so einfach. Ich denke, es ist ein Spiel für den PC. Also was Präzisionsgrad angeht. So. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Ich bin wirklich entkommen. Ich werde dieses Game weiterzocken. Ich habe da mega Bock drauf. Ich finde, es ist geil gemacht. Es ist intelligent und so weiter. Ich habe davor noch nie was davon gehört, muss man wirklich sagen. Ich habe damit einen riesen Rätsel, extra Spaß, Freude. Und möchte euch das gleiche gönnen, indem ich das Spiel jetzt einfach beende und ihr selber entscheidet, ob ihr euch das Ding runterlädt. Für einen schmalen paar Euro. Ich würde sagen, ja, es lohnt sich nämlich sehr. Und damit sage ich danke fürs Reinschauen, Leute. Ja, bis zum nächsten Video. Bis die Tage und ciao.